Jack, ich muss diese Ohrringe unbedingt wiederhaben. Sie sind sehr, sehr wichtig für mich. Ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe. Kannst du bitte übersetzen? Das ist nicht nötig. Ich spreche Deutsch. Also. Diese Ohrringe sind unglaublich wertvoll für dich? Ja, unglaublich wertvoll. Für 100.000 Yuan kriegst du sie wieder. 100.000 Yuan? Ist das viel? Ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage? Ist es wertvoll für Sie? Ist es das auch für mich? Es ist widerlich, das Unglück anderer dafür zu nutzen, um reich zu werden. Du hast dieses Mädchen ausgeraubt und du hast sie danach zu mir gebracht. Also wer von uns beiden nutzt das Unglück von Menschen mehr aus? Marinette, Tiki, ich werde dich hier rausholen. Hör auf, Faye, ich bezahle. Aber das ist eine Riesensumme. Ich rufe meinen Onkel an und erkläre ihm alles. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Könnten Sie mir die Nummer vom 1000-Wonnen-Restaurant geben, bitte? Das kenne ich. Dein Onkel ist ein toller Koch. Ja, und ich schäme mich, dass ich ihn darum bitten muss. Hier ist die Nummer. Dankeschön, das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir finden einen anderen Weg. Aber Faye! Wenn ihr die Ohrringe jetzt nicht kauft, kann ich nicht versprechen, dass sie nachher noch da sind. Wenn ein Kunde sie kaufen will, verkaufe ich sie. Faye, ich darf sie nicht nochmal verlieren. Glaub mir, niemand kauft sie zu diesem Preis. Faye, was machst du da? Willst du nicht die Antwort auf deine Frage? Willst du nicht wissen, wer deinen Vater getötet hat? Hast du vergessen, wer du bist? Ehrlich gesagt, weiß ich wieder, wer ich wirklich bin. Ich bringe dich zurück zu deinem Onkel. Faye, ich kann nicht gehen ohne meine... Steig aufs Fahrrad. Schnell! Du hast meine Ohrringe gestohlen? Du wolltest sie doch wiederhaben. Ja, aber doch nicht so. Stehlen ist falsch. Der Verkäufer hat jemandem viel Geld bezahlt, um ihm meine Ohrringe abzukaufen. Wenn er sie nicht weiterverkaufen kann, verliert er sein Geld. Marinette, ich verspreche, ich erkläre dir alles, aber du musst auf das Fahrrad steigen. Sofort! Wo ist das rote Plüschtier? Sie hat mich betrogen. Diese kleine miese Göre hat mich betrogen. Hört sie euch! Der arme Mann musste sich vielleicht verschulden, um die Ohrringe zu kaufen. Marinette, hör auf zu diskutieren und lauf! Diese Männer scheinen wütend auf uns zu sein. Glaub mir, du kannst dir nicht vorstellen, wie wütend sie sind. Nein, nein, nein. Bleib bei mir. Diese Kerle sind gefährlich. Was meinst du mit diese Kerle? Die anderen schienen auch gefährlich zu sein, als sie mich verfolgt und angeschrien haben. Faye, bitte lass mich Hilfe holen. Die einzige Person, die uns helfen kann, bin ich. Und das Kung-Fu, das mich mein Vater gelehrt hat. Hier vor. Wir, die stolze Straßenbürgerwehr, bekämpfen das Böse. Selbst dann, wenn das Böse in der, Überzahl ist. Geht, sonst werdet ihr verletzt. Wir hören nicht auf eine Diebin. Eine Diebin? Er redet totalen Quatsch. Lauf! Ladybug? Cat Noir? Was machst du denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Wo ist Marinette? Sie ist in Sicherheit, aber wieso bist du nicht in Paris? Yeah. Ich erklär's dir später. Hm?
Nathalie, du kannst das Senti-Monster zurückrufen. Wir brauchen es nicht mehr. Mal sehen, ob ich dich ganz absorbieren kann. Ihr seid extra aus Paris gekommen, um uns zu helfen? Ja, wir dachten, das wäre zu Ehren der französisch-amerikanischen Freundschaftswoche eine nette Geste. Siehst du, sie brauchen keine Erlaubnis, um etwas zu unternehmen. Richtig, er fragt nie, bevor er etwas macht. Stimmt, kennt nur. Sparrow, hast du Night Owl und Majesty alarmiert? Konnte ich nicht. Und weißt du was? Wir brauchen auch keine Erlaubnis. Sicher, dass du dich nicht ans Prozedere halten willst? So können wir ihnen beweisen, dass wir genau wie die beiden sind. Selbstständig, gebunden durch Vertrauen und effizient. Mach dir keine Sorgen. Ja, überlass Paris mir. Ich wusste nicht, dass ich wegfahren würde. War eine spontane Entscheidung. Das ist alles. Ist dir klar, dass deinetwegen niemand mehr in Paris ist, der die Stadt beschützt? Er läuft weg. Du klingst wie Captain offensichtlich. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du wegfährst? Ich hatte Angst, du wirst sauer. Und du hattest recht. Denn wie du merkst, bin ich sauer. Selbstständig, gebunden durch Vertrauen und effizient? Ja, ich habe sie vielleicht überschätzt. Gib auf, Techno Pirate. Du kannst nirgendwo mehr hin. Kataklysmus! Eine Luftpumpe? Wozu brauchst du die denn? Ich habe eine Idee, aber die würde dir nicht gefallen. Wieso weglaufen, wenn ich endlich meine Rache bekommen kann? Indem ich die geliebten Kinder der beliebtesten Helden Amerikas eliminiere! Milady, ich hab's dir nicht gesagt, weil ich Angst hatte, dein Vertrauen zu verlieren. Wie sollte ich dir jetzt noch vertrauen? Das war's fürs erste Techlanizer. Was ist passiert? Steig ein, lass den Säbel zurück. Wieso hast du uns nicht gerufen? Und ihr, was macht ihr hier? Ich kann vielleicht helfen. Ach, wirklich? Mit einer magischen Luftpumpe? Ja, so ist es. Miraculous Ladybug! Neustart. Oh, danke, Ladybug. Ihr zwei seid gefährlich. Nein, sie haben... Du genauso. Du hast dich mir widersetzt. Du hättest uns rufen sollen. Hast du aber nicht. Verwandelt euch wieder zurück und übergebt mir die Quelle eurer Fähigkeiten. Ihr bekommt sie zurück, wenn ihr die Stadt verlasst. Das können wir nicht tun. Wir haben einen Fehler gemacht, aber ich habe ihn aus der Welt geschafft. Wenn deine Fähigkeiten Ketnoas Fehler ausbügeln, brauchen wir euch nicht. Es ist besser so. Was wäre passiert, wenn du Uncanny nicht hättest retten können oder sie kein Android wäre? Sie kriegen unsere Miraculous nicht. Bleibt stehen! Das ist dein Befehl! Wir müssen die Kugel zerstören! Der Akuma ist da drin! Exitat, Mädchen! Warte her! Nicht da lang! Jan Lurschi, bleib stehen, sonst widerrufe ich deine Kräfte! Ich lasse dir von niemandem etwas befehlen! Oh
Okay, ist das was Schlechtes oder was Gutes? Laden wir uns auf und überlegen uns dann einen Plan. Kann. Nur die Kraft des Drachen kann den Gegenstand mit dem Akuma erreichen, der in ihm steckt. Ich wünschte, ich könnte die Kraft des Drachen nutzen. Aber ich bin seiner nicht würdig. Du schaffst das. Nein, ich schaffe einfach gar nichts. Nein, warte! Ying! Wir haben keine Wahl. Ich versuche, meine Kraft bei ihm einzusetzen. Cat Noir! Nein! Kataklysmus!